Hallo ihr Lieben, heute machen wir diese einfache Schokodekoration ganz simpel. Spielen gleich geht unerwartet schnell. Wir brauchen, wie ihr seht, nicht viel. Ein paar Tafeln Zartbitterschokolade, die sollten in Plastik sein. Wir brauchen die Verpackung. Flache Teller, Backpapier, kleine Schere, ein Behälter, in dem die Schokolade geschmolzen werden kann. Zum ersten Schritt. Kochendes Wasser in eine Schüssel. Nicht wundern, das ist ein kochender Wasserhahn. Aber du kannst auch einen Wasserkocher nehmen. Und dann die Schokoladentafeln hineinlegen. Dauert dann so 2-3 Minuten. Dann löst sich das alles auf. Vielleicht ab und zu mal mit einem Löffel so ein bisschen nachschauen, ob es gleichmäßig schmilzt. Nicht zu wild dabei sein, sonst platzt die Packung auf. Ein bisschen Backpapier auf einen flachen Teller. Eine Tafel herausnehmen, vorsichtig einmal abtrocknen, ein wirklich kleines Loch in die Packung reinschneiden und jetzt kann es auch schon losgehen. Die müssen dann ganz schnell in die Tiefkühltruhe rein und zwar einfach oben drauf legen. Ab in einer Stunde kann man die schon rausnehmen und verwenden. Man kann sie aber auch wirklich länger drin lassen. Wichtig nur, erst kurz vorm Servieren rausholen aus der Tiefkühltruhe. Und dann diese tiefgefrorene Schokolade macht einfach Spaß. Die Herzen stecke ich jetzt einmal rein. Micha, komm essen. Bitte schön. Das kippt jetzt um, weil der Kuchen noch warm ist. Also muss man sich beeilen beim Essen. Nur wenn der Kuchen noch warm ist. Das Rezept für den Kuchen, das gab es letzte Woche. Und huch, jetzt ist meins schon. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Schokolade. Genau. Schmeckt viel besser als normale Schokolade, oder? Ja, luftig, viel weicher. Ihr Lieben, so einfach kann es gehen. Macht ganz viel Spaß, besonders mit Kindern. Wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Ciao, tschüss. Und wenn du beim Kochen nicht tanzen kannst, beim Schokoladendekorieren nicht tanzen kannst, ist das Rezept zu kompliziert. Tschüss.